Scheiße, ey, die Hälfte unserer Lebensenergie verloren. Da überlege ich ja mal ganz kurz, ob ich nochmal rausgehe. Geht das überhaupt? Und dann in das Licht? Nee, geht nicht, aber wir regenerieren unsere Lebensenergie auch. Dann ist das ja schon wieder okay. So wie ich hier rumtrödel, sind wir dann sowieso gleich wieder komplett geheilt. Gut. Nun dann. Dann schaue ich mich hier dann erstmal draußen um. Wieder mal schön vorsichtig. Und noch eine Manuskriptseite. Okay. Hätte ich ja dann auch gleich mal rausschauen können. Deputies beim Holzlager. Das Holzlager sah schlimm aus. Das Containerbüro war über die Klippe geschoben worden. Deputy Thornton kam aufgeregt aus den Trümmern hervorgekrabbelt und atmete wegen der Anstrengung schwer. Niemand hier. Komisch. Findest du das nicht auch komisch? Mulligan schnaubte gelangweilt. Teufel, hier ist alles komisch, Thornton. Die Frage ist nur, auf welche Weise es das diesmal ist. Okay, das haben wir ja, glaube ich, in unserer ersten Mission, also nicht im Tutorial, sondern in der ersten Mission ja gehabt, wo wir gegen Stucky gekämpft haben. Da hat er ja mit quasi, oder da hat der Schatten besser gesagt, mit einem Bulldozer ja, diesen Container weggeschoben. So, jetzt einmal hier rüber richtig. Ja, und den haben die Deputies wahrscheinlich also gefunden und finden das komisch. Das finde ich gut, dass die das komisch finden, denn vielleicht können die uns ja dann auch mal helfen. Oh Gott, hier rieselt schon alles runter. Hier überall noch die Glibbermasse. Und, Vogel! Aber der macht nichts. Aha, ich schau mal ganz kurz. Hier kommt wohl das Mehl rein. Von ganz oben. Alter, das hat sich gerade angehört, als würde da oben auf dem Dach jemand rumlaufen. Und aus irgendeinem Grund kann ich mir sogar gut vorstellen, dass das der Fall ist. Eieiei. Es geht also weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, wir sind jetzt quasi am Dach angekommen und wir müssen es wieder durch den Wald schaffen. Wir sind also noch immer im Wald. Ach, was? Die Dunkelheit trägt ihr Gesicht. Vorsicht, vor losen Ästen. Du bist der loseste Ast hier von allen. So, Alter, ich hab doch hier gerade mal auf die... Ach nee, auf die falsche Maustaste habe ich gedrückt. Kann man ja auch mal machen. So, lad mal bitte nach. Ach, ich komme gerade irgendwie nicht so ganz klar mit der Steuerung, aber irgendwie haben wir das noch überlebt. Es war also, ja, schon wieder ein etwas stärkerer Zwischengegner, der dann auch mal gerne 6 Kugeln schluckt. Eieiei, ach, hier wieder ein Jagdgewehr. Wunderbar, mit satten 5 Schuss. Ich freue mich. Ach, dann gehen wir mal hoch. Huch, da ist noch eine Manuskriptseite. Wunderbar. Relativ versteckt. Aber ich glaube, wir haben hier ja schon fast alle Manuskriptseiten gesammelt. Ja, nur noch 2 fehlen. Und die mit diesem Symbol, die kann man leider nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad erlangen. Aber den konnten wir halt eh noch nicht spielen, deshalb muss uns das ja nicht unbedingt kümmern. Wake spürt das Dunkel. Schatten bewegten sich und der Wind nahm zu, als ich durch den Wald rannte. Ich konnte fühlen, wie das Dunkel mich anstarrte. Dann wurde das Mondlicht von dunklen Schatten verdeckt, die über den Boden hetzten. Zu schnell, um natürlich zu sein. Finsternis sammelte sich zwischen den Bäumen und zerfloss. Die Besessenen erschienen. Kein natürlicher Pfad hatte sie geführt. Eine wirklich sehr schöne Umschreibung für das, was wir auch bisher die ganze Zeit erlebt haben in diesen
in diesen hektischen Waldszenen, wo wirklich der Wind weht und die Bäume rauschen und die Nebel und die Schatten da hin und her huschen. Ich hoffe nur, dass das nicht unbedingt noch schlimmer wird. Ich gehe hier mal kurz hoch. Ist hier denn noch irgendwas? Ich meine, lehnt dieses Ding hier nur zufällig an? Scheinbar schon. Gut, dann mal kurz schauen. Noch eine schöne alte... Ich glaube, eine Gießkanne ist das nicht. Eher eine Ölkanne, eine große. Okay, bevor wir darüber gehen, ich möchte mich natürlich erstmal umschauen hier. Okay, es scheint ja aber sonst nichts weiter zu geben. Hier ist halt zu, deshalb müssen wir hier rüber, abermals. Da vorne habe ich auch schon wieder ein Emergency Pack gesehen. Oh Gott, der Nebel wird dichter, glaube ich, oder? Habe ich nur so das Gefühl. Eieiei, na komm schon, schauen wir mal rein. Batterien, sehr schön, Revolvermunition, noch viel besser. Also diesmal wieder die Standardausstattung. Wir müssen es durch den Wald schaffen und... Ach du Scheiße, da vorne, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich schaue aber trotzdem nochmal nach, was es hier so gibt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu sehr vom Pfad abkomme. Aber hier scheint es auch absolut nichts zu geben. Okay, dann wagen wir uns mal tief hinein in diesen Schatten. Alter Schwede, das ist so... Uah. Alter Schwede, hab ich mich verjagt gerade. Das ist auch so laut auf meinen Ohren. Das glaubt ihr gar nicht. Na komm schon, jetzt sei doch einfach mal angreifbar. Hallo? Ja, ich hier irgendwie... Ach du Scheiße, was sind das denn hier für Gestalten? So, ach ja, ich glaube... Nein, du bist ja... Aua. Aua, 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 ich bin fast tot. Aber dich kriege ich noch. Ah, Scheiße. Fast hinüber waren wir, weil ich gerade so ein bisschen hakele mit der Steuerung. Ich weiß auch nicht warum, dann drücke ich nachladen und gleichzeitig Batterie wechseln und Taschenlampe fokussieren. Aber irgendwie haben wir es ja dann doch geschafft mit nicht allzu großer Verschwendung von Munition. Und hier haben wir wieder eine Leuchtfackel, das ist sehr schön. Also eins haben die Leuchtfackeln, ja, sie helfen uns zumindest. Was, Revolvermunition ist voll? Wahnsinn. Ja, also die Leuchtfackeln helfen uns zumindest in Situationen, dass wir mal unsere Ruhe haben und die Waffe nachladen können. Weil die Monster ja zumindest so für 5 Sekunden wegbleiben. Gut, also, wir müssen es immer noch durch den Wald schaffen, haben aber zumindest einen Kontrollpunkt... Ach du Scheiße! Haben einen Kontrollpunkt erreicht. Und das heißt für mich, dass es hier bald furchtbar losgeht. Nein, die Kettensäge. Ach du Scheiße. So, da ist jetzt auch gerade noch einer aufgetaucht. Natürlich. Das war zumindest ein etwas schwächerer Gesell. Der hier hoffentlich auch. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt nämlich Zeit, uns ein bisschen um den hier zu kümmern. So, komm schon hier. Du bist doch... Bist doch gleich, Zack. Also, wir haben ihn jetzt schon mal von der Dunkelheit befreit. Eieiei. Ich glaube nicht, dass wir uns einmal hier treffen lassen sollten von ihm. Das wäre recht ungesund. Aber diesmal haben wir es dann doch ein bisschen besser geschafft. Ja, ich bin wieder ein bisschen verschwenderischer geworden mit den Batterien, aber in so einer Situation, denke ich mal, kann man das auch machen. Ein bisschen verschwenderischer sein. Gut, wir haben also jetzt die Situation, nenne ich es mal, mit der Kettensäge gelöst, hoffe ich. Wir haben es also überstanden.
zumindest diesen Teil. Da ist es echt verdammt dunkel. Und trotzdem schaue ich mal ganz kurz und hoffe, dass hier die Schatten nicht allzu sehr wabern gleich. Denn ich hoffe ja immer hier noch ein bisschen was zu entdecken. Aber scheinbar nicht. Obwohl der Wald ist ja wirklich richtig dicht. Komme ich hier überhaupt lang? Ich sehe hier gar nichts mehr gerade. Ah ja, Campgrounds, sehr schön. Okay, nee, da wage ich mich jetzt nicht lang. Ich glaube nicht, dass da irgendwas wirklich ist. Oder? Wenn es gleich losgeht mit dem Wabern, renne ich sofort zurück. Aber hier war ich ja schon, habe ich ja gerade geguckt. Hab nur einen etwas umständlicheren Weg zurückgenommen. So, hier oben ist auch nichts. Gut, dann... Hier ist ja eh der Weg. Und... oder da unten? Mann, wo zeigt denn das Schild hin? Da zeigt das Schild hin. Also gehe ich trotzdem hier unten mal hin und schaue mich hier ein bisschen um. Hier kommen wir aber schon her. Meine Güte, ey. Also meine Orientierung ist ja gerade wirklich auf dem Nullpunkt angekommen. So, ach ja, die Hiking Trail. Aha, keine Fahrzeuge erlaubt, kein Müll rumschmeißen. Hunde müssen angeleint werden und zwar immer. Wir haben den Kontrollpunkt erreicht. Das heißt, unser Handy klingelt. Unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Eieiei, Barry. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Ach, noch ein Kontrollpunkt erreicht. 5 Meter hinter dem letzten. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir haben hier einen Rückzugspunkt. Das ist viel wichtiger als alles andere. So. Hier sind die Campgrounds. Wir kommen also so langsam wieder in etwas Zivilisation, zumindest theoretisch. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Allerdings, wie gesagt, wir haben wieder ein bisschen Zivilisation vor uns. Obwohl hier scheinbar keiner drin liegt, kann ich hier nicht einfach mal reinkriechen und mich verstecken. Ach, ist das schön. Und lass mich raten, Munition und Batterien, jawohl. Sehr gut. Direkt am Campingplatz. Hier ist aber auch nichts los, oder? Ich leuchte mal einfach rein, dann fallen die Vögel ja schon um. Ach Mensch, wo soll ich jetzt zuerst schauen? Ich glaube, ja, da müssen wir also lang. Da ist ein Auto. Oha, da bin ich ja mal... Da liegt aber auf jeden Fall eine Seite. Da gehe ich jetzt mal zuerst hin. Ach ja, für Renovierung geschlossen, die Toiletten. Die müssen auch mal ab und zu renoviert werden. Es ist schön, dass sich darum noch gekümmert wird. Auf jeden Fall, Nightingale schießt auf Wake. Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund. Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang ich durch das Loch im Zaun und stolperte in die Finsternis dahinter. Na toll, also wollen uns noch mehr Leute umbringen. Das ist ja richtig, richtig klasse. Hier haben wir noch Jagdgewehrmunition. Zack, gleich mal nachladen, das gute Stück. Kann man immer gebrauchen. Ich musste den Garagenschlüssel finden. Was? Wieso musst du jetzt einen Garagenschlüssel finden? Vielleicht für das Auto da hinten? Okay, sollen wir da jetzt erstmal hingehen oder soll ich nochmal auf das Männerklo gehen? Mit dem Schlüssel käme ich ans Auto ran. Ich gehe mal ganz kurz zum Auto. Ich will mal wissen, was da jetzt los ist. Ich musste das Auto aus der Garage holen.
Es würde mich schneller zu Barry bringen. Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Allerdings, aber wer hat denn das angelassen? Der Schlüssel musste irgendwo in der Nähe sein. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder irgendjemand auf dem Klo vergessen hat. Aber wer lässt denn da das Auto an und die Scheinwerfer an? Das ist doch... Nach 5 Minuten sind da doch die Batterien leer. Hallo? Ist hier jemand? Okay. Obwohl hier die Tür zu ist, vielleicht sitzt da jemand. Natürlich, ein Fernseher auf dem Klo. Das ist ja ganz klar. Wer hat sowas nicht? Ich wusste es. Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen, aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Ja, okay. Erfahren, ich meine, weise Worte von einem erfahrenen... Wow, Scheiße. Alter, musst du mich so erschrecken? Das ist jetzt der Lohn dafür. Meine Güte. Boah. Ich bin fertig. Schnell ins Auto. Puh. Ja. Dann wollen wir doch mal schauen, wie es jetzt mit dieser netten Karre weitergeht. Zack. Steigen Sie in das Fahrzeug ein. Jawohl. Und das werden wir tun, aber erst in der nächsten Aufnahme. Ha. Ja, Freunde. Ein kleiner Cut hier an dieser Stelle. Ich habe leider nicht ganz so viel Zeit für eine größere Aufnahme, aber ist ja kein Problem. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn ihr möchtet, versteht sich. Ich würde mich sehr freuen, dass wir uns dann wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Alan Wake. Also bis dann, liebe Freunde. Tschüss.